starten einfach mal. Also, wird dann aufgezeichnet oder auch nicht, sonst machen wir es einfach nur für uns. Christine und ich machen ja hoch engagiert unsere Gründermetropole Berlin und Thema ist Food Startups, habt ihr schon mitbekommen. Wir haben den einen oder anderen gefragt, ob der uns mal ein paar Food Startups Produkte zuschicken können, die wir dann testen können. Das werden wir auch alles in Ruhe machen. Heute gucken wir uns einfach mal zwei Pakete an, packen die aus, erzählen ein bisschen was und ja. Ja, wichtig ist ja immer, wir wollen ja auch mal wissen, wer steckt dahinter. Ihr alle lest gerne die Geschichte und seht, was dazugehört, was ist wichtig, was umfasst die Person. Das umfasst natürlich nicht die Person, was wir hier sehen, aber es sind Menschen, die sich Gedanken gemacht haben und die was Eigenes aufgebaut haben in erster Linie, was wir immer total wichtig finden, dass die Wertschätzung einfach auch rüberkommt. Das wollen wir euch ein bisschen zeigen und euch ein bisschen einladen, mit dabei zu sein, während wir es auspacken. Und wir planen ja auch verschiedene Sachen, wo ihr auch mit vor Ort dabei sein könnt und probieren könnt. Also ne, wir sind ja alle gute Esser oder gerne Esser. Ne? Also, genau, also Schirm raus und los geht's. Wir bauen hier erstmal ein paar Sachen ab. Und dann würde ich sagen, heute haben wir von HelloFresh was zugeschickt bekommen. Das war etwas problematisch, weil wir haben gesehen, es wurde zugestellt. Und angeblich hatte Christine Arnold auch das Paket angenommen und unterschrieben. Aber Tine sagte, sie hätte das Paket nicht bekommen. Ja, so viel kann ich sagen. Also ich war im wachen Zustand, ich habe es nicht angenommen. Und wir bauen hier schon mal ab, dass ihr schon mal seht, also auch hier haben wir gerade eben erst bekommen, ganz toll aus Horst. Wir sagen schon mal ganz herzlichen Dank und packen das auch als nächstes aus. Jetzt widmen wir uns erstmal denen, die vielleicht auch gekühlt werden müssen, was ja nicht unwesentlich ist, auch wenn der Sommer langsam oder schon fast vorüber ist. Und wir gucken jetzt einfach mal, was uns hier so erwartet. Hast du nochmal die Schere bitte? Oder nee, es geht auch so, ich habe Kraft. Neudeutsch nennt sich sowas ja Unboxing, aber ja. Wir packen das jetzt erstmal aus. Also ja. wir haben über HelloFresh berichtet und dann haben wir gesagt, Mensch, seid doch so ein Lieb und schickt uns mal was zu. Und da haben die dann gleich gesagt, klar, machen sie ganz gerne, ob für Veganer oder für Fleischliebhaber. Und dann haben wir gesagt, wir haben uns da nicht festgelegt, sollen sie mal machen, wie sie meinen. Schönen Dank also an dieser Stelle. Ja, so, vielen herzlichen Dank, wir freuen uns echt total. Weil wir ja sonst so wenig essen, gut, dass wir was bekommen haben. Also, Ruhe in Augen, ihr könnt jetzt erstmal sehen. Kannst du das nochmal rüberstellen, bitte? Ja. Danke. Letzte Mal, dass ich so viele Pakete bekommen habe, ist nur eine Woche her. Nein, Quatsch. Also die Sachen sind so ein bisschen vom Gefühl leicht feucht, als hätten sie im Keller gelegen, aber nur ganz leicht. Also ist alles noch trocken. Ja. Hier hat sich schon was selbstständig gemacht. Wie ihr seht, wir machen sowas zum ersten Mal. Insofern, wir haben ja noch viele Pakete, an denen wir üben können. Die Sachen sind also erstmal, haben wir uns natürlich überlegt, wir könnten jetzt ein sensationelles Konzept ausarbeiten, wie wir das machen. Haben wir nicht. Wir machen einfach mal und schauen dann, wie sich das entwickelt. Also Karton ist schon mal vorbildlich gebrandet, wie man sieht. Kann man sich immer abgucken. So, dann sind wir wieder. Also, haben wir so ein Begrüßungsschreiben oder sowas bekommen? Wir haben hier Vorteilsangebote, das heißt für die Partner, da merkt man auch schon, dass da Gemüse dabei ist. Also wir haben auf jeden Fall was Tomatiges und super süß, ne? Eingepackt hier mit einem Umschlag, also da freut man sich schon, hat man schon Lust aufzumachen. Man denkt, man hat Geburtstag, ne? Und ja, da kann man sich in Ruhe nochmal alles in Augenschein nehmen. Also hier kann man schon mal schön sehen, dass die an Kooperationen wohl interessiert sind, weil die haben ja auch eine Menge dazu getan, was man dann neu testen kann. Ich würde einfach mal sagen, ich schaue einfach mal rein, was hier drin ist. Da steht HelloFresh drauf. Die Sachen sind also alle einheitlich in schöne... ihr seht ja selber, seid ja nicht blind. Insofern mache ich das jetzt mal auf. Hier, und das Team stellt sich vor. So. Das finde ich total gut. Hier haben wir... Da weiß man, wer dabei ist. Abgepackte Krause-Petersilie, 20 Gramm.
Wir haben HelloFresh Walnüsse, 40 Gramm. So, damit das jetzt nicht so langweilig wird, ich packe die Sachen einfach aus. Ihr seht selber, was es ist. Da ist eine Zucchini. Soweit ich weiß, haben wir Essen für 4 Personen, irgendwie 2 Mahlzeiten für 4 Personen. Also etwas mehr, als wir sonst so alleine essen. Die Sachen sind also erstmal... ach genau, ich hatte vorhin gesagt, wir haben uns überlegt, wie wir was machen. Und natürlich können wir die Sachen einfach so aufessen und sagen, war ganz lecker. Dann ist aber unser Test in irgendwie 10 Sekunden vorbei. Also wollen wir erstmal die Sachen anschauen, in welchem Zustand sind die, euch ein bisschen was darüber erzählen. Vielleicht auch nochmal die eine oder andere Geschichte rausholen, die in unserem Interview ist. Dann habe ich gelesen, Tine, es ist total wichtig, auf seine Facebook-Seiten aufmerksam zu machen. Also jetzt müsste man hier irgendwie professionell noch unten einblenden. Gründermetropole Berlin liken, das können wir vielleicht das nächste Mal machen. Hier tropft schon was die ganze Zeit auf meine Hose, deswegen sollte ich weitermachen. Ja, total klasse, Leute. Hier seht ihr auch mal ein paar Rezepte, die ihr ausprobieren könnt. Das sind wahrscheinlich die Rezepte, was wir zugeschickt bekommen haben. Also was mir auffällt, es ist alles selber von HelloFresh gebrandet. Ja, also wir haben hier keine Fremdmarken oder dass irgendwie steht, das sind die Tomaten von was auch immer, wem auch immer. Dann haben wir hier die Kartoffeln. Ach, sind die süß. Oh. Dann haben wir hier 4 Tomaten, die eine ist schon leicht aufgegangen. Das macht nichts, so ein schöner Salat. Die zweite auch, wahrscheinlich schon vorgeschnitten. Da ist aber auch drin Knoblauch und Rosmarin, ne? Also, oh, das duftet, wenn ihr wisst, wie das duftet. So, das hat schon ein bisschen doppelt hält besser. Das sieht verdammt gesund aus, Jungs. Das ist Mini-Romana, Ursprung Deutschland, 2 Stück. Dann haben wir... Das ist ja mal süß. Gut. Da ist richtig schön Dressing dabei, Balsamico. Aber so süß eingepackt. Das ist der Oberhammer, echt total klasse. So, der, also, wenn das so weitergeht, brauchen wir nichts mehr einkaufen. Ich habe gerade noch Sauerkraut gemacht für uns, so. Vom Markt hatte ich das geholt. Also ich darf kurz kritisch anmerken, die Tomaten haben es bald geschafft, die sind nämlich leicht aufgegangen. Ja, das ist... das kann aber passieren. Ich verarbeiten wir gleich. Bei dem Verarbeiten, das machen wir dann in Ruhe oder kochen das morgen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das in unserer Küche hinbekommen. So kann auch Quinoa eingepackt sein. Man muss ja auch sagen, das Ganze ist von Hamburg heute verschickt worden. Und das ist ja auch keine Meisterleistung, ist ja auch eine ganz schöne Leistung. So. Wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr die natürlich auch. Und Limetten haben wir auch noch. Könnt ihr die natürlich auch irgendwo posten. Aktuell schauen das ganze 3 Leute, das ist natürlich sensationell viel. Das ist ein Anfang. Da kann man schon sagen, das geht mega viral ab. Du kannst ja nicht alles erwarten. Ne? Natürlich, die meisten Leute arbeiten jetzt auch. Ja, hat mal klein angefangen. Ne? Und wir werden dann in Zukunft immer an, kurz vorher besprechen, wann wir das nächste Mal live gehen, damit dann die Leute, die es interessiert, das sich in Ruhe angucken können. An dieser Stelle, da sind nochmal alle Food Startups herzlich eingeladen. Wir haben Fragen, das ist ein Fragenkatalog, damit man die Food Startups besser untereinander vergleichen können. 80 haben wir schon vorgestellt. Wäre ganz schön, wenn wir vielleicht so in 4 Wochen irgendwie 100 voll hätten. Also einfach eine E-Mail schreiben oder je nach Wunsch kann ich die Fragen auch online stellen. Das ist schon mal ein Ziel, oder? Also wir sind auf jeden Fall fleißig weiterhin, also bleiben auch dran. Und hier, wer möchte, der kann auch für nächste Woche schon bestellen bei HelloFresh. Der hat hier ganz tolle Ideen. Ich habe es eben mal aufgemacht, dass man schon mal sieht, so ein bisschen Mensch Rumpsteak mit geschmorten Tomaten und einfach mal eine tolle Idee. Ich zum Beispiel esse Ziegenkäse total gerne und Stefan, den braucht man gar nicht damit ansprechen mit solchen Sachen. Und da gibt es jetzt ein Ziegenkäse-Feigeneis. Also auch hier nochmal tolle Rezepttipps zu dem, was man... zusätzlich auch als Idee hat, was man machen kann? Also erstmal so Burrito Bowl. Der Gesamteindruck, was wir bisher ausgepackt haben, das sieht bis auf 2 Tomaten, sieht das alles tipptopp und sehr frisch aus. Ja. Das ist ja bei Versand auch immer ein großes Problem. Ob das dann auch so ankommt, wie das dann abgebildet ist, diejenigen, die was mit Fotografie zu tun wissen haben,
wissen, manches kann extrem lecker aussehen, sieht aber dann in der Realität eklig aus. Hier ist es in der Tat so, das sieht genauso frisch aus, wie wir das hier so. Hier haben wir auch zum Beispiel halt zwei verschiedene Sorten von Kartoffeln. Ja, also einmal diese festkochenden Speisekartoffeln mit dem Namen Laura, also alle Lauras, die sich hier willkommen heißen. Die können hier auch mal schauen, was es hier für tolle Produkte gibt vielleicht. Oder hier Princess, auch hier von HelloFresh. Also alles gebrandet, durchweg, kann man nicht anders sagen. Jetzt die Gewürze eingepackt, hier Kumin habe ich hier auch nochmal von HelloFresh gebrandet von der Spice Bar. Das heißt, auch hier werden Kooperationen losgeschrieben, wo wir auch persönlich immer daran interessiert sind, so wie wir es ja mit unserem Online-Magazin machen, die Menschen zusammenzubringen, wollen wir euch hier auch zusammenbringen, entweder mit Rezepten oder mit tollen Ideen. Deshalb seid immer interessiert, schaut einfach mal rein. Hier ist Preiselbeere, Wildpreiselbeere, auch schön eingepackt. Ist ja auch was man nicht immer jeden Tag braucht. Ne? Ich habe ja oft die Erfahrung, machst ein Glas auf, nimmst ein bisschen raus, stellst es ins Kühlschrank, rührst dich mehr an und schon hast du 2 Tage später Schimmel drauf. So kannst du natürlich hier von der Nachhaltigkeit besser das verwenden noch, was auch sehr gut ist. Und ich finde klasse, dass wir hier einfach mal die Möglichkeit haben, das, was wir auf dem Tisch sehen, auch als Rezeptidee zu bekommen. Man macht ja doch immer das, was Gewohnheit ist und bringt immer dasselbe auf den Tisch. Und deshalb ist es auch hier auch Avocado. Stefan liebt Avocado. Wenn gut, ich Stefan eine Freude machen wollte, Avocado gut, ist das Ding. Gehen wir mal hier an die Sachen, die aus dem HelloFresh Kühlbeutel sind. Das Ganze ist praktisch verpackt. Ihr braucht also keine Sorge haben, dass euch da was ausläuft, weil die haben einfach hier... Gute Idee. Ach, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Shit. Schade. Machen wir nochmal Connect. Da geht's noch weiter. Connect. Ach, dann wird es wahrscheinlich auch weg sein dann, also auch nicht abgespeichert in dem Ding, schade. Meinst du? Kann man das nochmal aufbauen? Oder ist es noch online? Nein, ne? Connecting. Also wenn ihr uns noch sehen solltet, wir sehen euch nicht. Jetzt habe ich mal die Haare aufgemacht, um mal zu sehen, ob da eine andere Verbindung hergestellt ist. Wir probieren es aus. Ihr seht, wir sind am Anfang. Also hier steht, ist irgendwie connected. Wir fangen mit euch an, ihr müsst das so sehen. Wir haben nichts geprobt, wir machen alles live. Das finde ich immer ganz gut. Live is not responding. Connect. Gut, ich glaube, ich starte das mal. Die Rezepte mal neu, haben machen wir gleich weiter. Für unsere Gerichte. Tja, das ist jetzt... Was ist das Gute? Tja, eventuell geht es auch noch, keine Ahnung. Wir machen einfach mal weiter. Ich guck mal, ob ich hier über. Und die Rezepte, wo finde ich die jetzt, Stefan? Ich guck erstmal hier, was mit unserer Verbindung los ist. Also wie gesagt, Thema Livestream war schon immer so eins meiner Hobbys. Ich werde jetzt einfach mal den lieben Olaf Hubrich fragen, ob wir noch online sind. Der ist gerade online. Ob wir noch live sind. Der muss wohl erstmal gucken, was da los ist. Ich sehe rein gar nichts bei Stefan Knie. Okay, ich sehe, er sieht rein gar nichts. Prima, dann würde ich sagen, wir packen hier noch das aus und ja, hier sind noch ganz viele leckere Sachen drin. Zeig mal, bitte. Wie, Ist not responding, das ist natürlich nicht so gut. Lass mal gucken. Wo finde ich denn die Rezepte eigentlich für diese Produkte, Stefan? Weiß ich nicht. Moment. Was haben die uns jetzt zugeschickt, meine ich?
So, jetzt sind wir wohl wieder live. Dann machen wir einfach weiter. Kleine Werbeunterbrechung war es nicht. Was mir total positiv auffällt, anstelle irgendwelchen Plastikmist zu nutzen, hinter diesem Ding ist es irgendwie so eine Art Baumwolle oder so, das gucke ich mir mal genauer an. Stroh ist es nicht. Mhm. Letztens haben wir auch was zugeschickt bekommen, das war irgendwie dann mit Stroh verpackt. Also da der Livestream eben so halb abgebrochen ist oder auch nicht, wir machen jetzt ein bisschen schneller. Wir haben hier Premium-Qualität, ein schönes Rumsteak. Dann haben wir, da wir das ja für mehrere Personen haben, haben wir das jetzt hier öfters drin. Wir haben für unsere vegetarischen Freunde, haben wir natürlich auch ein paar Sachen. Grillido haben wir auch schon mal vorgestellt. Oh, die sind ganz lecker. Die waren sehr lecker, da müssen wir auch noch einen schönen Bericht nachliefern. Ja, vielen Dank, echt, das sind auch tolle Partner, die ihr an der Seite habt. Dann haben wir hier etwas, was ich mir nachher mal in Ruhe angucken kann. Ich gar nicht sehen. Diese Tüte wurde doppelt unter die Lupe genommen. Total niedlich. Also wirklich, ne? Da macht sich einer richtig Gedanken. Nicht nur irgendwas einfach zusammengetackert hier. Wirklich liebevoll. Also wir sind ja heute in unserer ersten Phase des Auspackens. Ja. Oh, das ist richtig schön tief. Ah, hier kann man sehen, das sind schöne Kühlakkus. Das klappt wunderbar. Die sollten wir dann irgendwo entsorgen. Hier haben wir deutsches Hähnchenbrustfilet, ein Teilstück, 4 Stücke, 140 Gramm. Kühlschrank? Machen wir gleich im Kühlschrank. Dann haben wir Agnolotti Basilikum. Das sieht auch ganz toll aus. Also es ist, wenn heute schon Weihnachten wäre, hätten wir schon was zu essen. Hier haben wir nochmal Tagliatelle Spinat. Ja. Das sieht alles extrem appetitlich aus. Das ist hier Popeye, ne? Also das ist ein toller Partner von denen. Von den Refreshings und Mädels. Und hier habe ich eine Sorte in der Hand, da hast du schon wieder Lust drauf. Ne? Ich sagte ja bereits, Käse ist ein Thema. Blattspinat und Hähnchenfleisch. Also mega lecker. Hatte ich schon mal probiert, allerdings in einer anderen Form. Also sprich etwas kleiner und anders zusammengestellt. Und ja, sehr interessant, sehr lecker. Also wir haben es geschafft. Wir haben alles nicht zum Picknick mitnehmen, ganz wichtig. Ja. Wir haben es jetzt geschafft, wir haben alles ausgepackt. Wir sind erstmal schönen Dank an HelloFresh. Wir sind also höchst zufrieden. Wir werden das jetzt, also heute nicht mehr, morgen werden wir das mal in Ruhe kochen oder zubereiten oder nächste Tage mal. Ja. Und dann mal schauen, ob wir euch da mitnehmen beim Kochen, wie wir das hier so in unseren Räumlichkeiten realisiert bekommen. Wie gesagt, also erstmal herzlichen Dank fürs Zugucken. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Die Gründermetropole Berlin am besten irgendwie liken. Da fehlen uns noch ganz schön viele Likes. Bei Twitter geht das einigermaßen. Aber ihr wisst selber, wie das ist, wenn man sowas startet. Fängt man erstmal an und braucht dann... Hier, da sind dann auch die Rezepte. Spinat mit Tagliatelle. Damit auch ich das hinbekomme. Dann kann Stefan mich mal bekochen. Wunderbar, haben wir alle gehört? Wissen wir Bescheid, mein Schatz? Basilikum, Pastataschen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Wir werden, wenn wir das nächste Video einstellen, werden wir einfach schreiben, wann wir es posten. Und dann, wenn das nicht geklappt haben sollte, müsst ihr uns leider alles noch zuschicken, damit wir das nochmal neu unboxen können. Oh, das ist lecker. Rote Beete, Radieschen, rote Kartoffeln. Diese hier, die ich schon vorgestellt habe eben, die Laura. Total, also wow, da hat man richtig Appetit drauf. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.